jetzt liebe Zuschauer und ja, herzlich willkommen hier zu einem, keine Ahnung, einer Runde, zwei Runden, drei Runden World of Tanks zwischendurch. Ich hatte gerade irgendwie keinen Bock mehr auf Medienethik, wo ich gerade irgendwie zum 20. Mal durchgelesen habe und dachte, komm, spielst du mal wieder zwei, drei Runden mit deinem kleinen T50, bevor du dann den Rasen mähen gehen darfst. Halleluja. Ja, keine Ahnung, ich hatte jetzt gerade Lust, ein paar Runden zu spielen und dachte, komm, das nehme ich auf und ich stelle euch das noch gleich zur Verfügung. Beziehungsweise ich spiele ein paar Runden und nehme das für euch auf. Oh, ups, das ist ein eigener Typi. Mit meinem süßen kleinen T50. Ihr wisst ja, seit dem Patch liebe ich das Ding wieder. Und Stabilisator habe ich jetzt auch drin, warum auch immer darf man jetzt plötzlich diesen Tier 5 Panzer Stabilisator reinbauen. Was mich persönlich ja nicht unbedingt groß stört. Aber schon ein bisschen stark, ne? Dann guck mal, wie gut der jetzt plötzlich trifft. Das war jenseitig. Also das mache ich jetzt ernsthaft, das ist ja jenseitig. Habt ihr das mal gesehen, wie der da durch die Dings durchgefallen ist? Stabilisator ist, glaube ich, das erste Mal drauf, wo ich den im Random drauf habe. Also, oh. Weißt du wohl, dass sein Haus zerstörbar ist? Komm, ich schieße einfach das Haus kaputt. Na. Ha! War das ein geiler Blindschuss oder was ein geiler Blindschuss? Panzer ist schon ein bisschen stark, ne? Vor allem jetzt mit dem. Mit der. What the fuck? Mit dem Stabilisator trifft ja jeden Schuss! What the fuck? Sogar der! Oh! Bisschen sehr stark, muss ich jetzt gerade zugeben, der Panzer. Ich lade aber ab jetzt sehr nach, damit ich den Heavys dort auch schön durchknallen kann. Also das hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht, wie genau dieser Panzer jetzt gerade ist mit dem Stabilisator. Wie gesagt, man kann jetzt plötzlich auf Tier 5 Panzer einen Stabi einbauen, was ja eigentlich jenseitig von gut und böse ist. Der hat auch getroffen! Das ist ja. Kommen wir jetzt hier eigentlich rüber? Ich habe hier ein paar Videos gesehen, wie sich hier einer so rüber geht. Ja, Tatsache, guckt euch das an, man kommt hier rüber. Geil. Boah, das war irgendwie gerade ein bisschen eine OP-Runde. Also, ihr habt gesehen, ich bin gerade selber ein bisschen erstaunt gewesen. Ich bin selber ein bisschen sehr leise gewesen, weil ich mich ein bisschen konzentriert habe, beim Snipen konzentriert. Aber ihr habt gesehen, das ist ja. Von meinen 39 Schüssen, gut, ich habe recht viel in die Häuser zersetzt. Aber wie viel ich getroffen habe. Meine Güte. Ihr seht. Ups, Entschuldigung. Ich habe einen Stabi drin, eine Lüftung und eine Optik. Lüftung aus dem einfachen Grund, weil Ansätze bringt nichts. Ihr habt gesehen, der Panzer hat irgendwie schon 2, irgendwas Sekunden Reload. Und wenn ich dann hier eine Lüftung reinbaue, habe ich, ihr seht, sogar hier wunderschön aufgelistet. Plus 8 Punkte Feuerkraft für den Ansätze. Das, keine Ahnung, das wäre dann statt 2,9 oder hätte ich vielleicht 2,8 Sekunden Reload. Das war dafür minus 1 Beweglichkeit, minus 11 Tarnung, minus 22 Aufklärung. Das heißt, ich habe lieber die Lüftung. Optiken habe ich anstatt, ich hatte vorhin mal den Panzer mit Optik und Fernrohr gespielt, aber ich habe dann den Stabi eingebaut. Ich meine, den Stabi auf Tier 5 einbauen können, das ist einfach ein bisschen OP. Und ja, jetzt spiele ich ihn halt so. Jetzt wollte ich gerne noch was schauen. Und zwar gibt es hier Mission, so wie es aussieht. Das nehme ich davon, ich werde die eh nicht schaffen können, aber. Darf ich jetzt die bitte anschauen? Ah, endlich. Mal 5. Ah, für jeden Sieg mal 5. Sogar für Scharmützel und Vorstoß. Okay, bisschen komisch. Was ist denn das Hässliches? Nein, das will ich. Steht da WGL Clown? Ah, nee, Moskau. Aha, ich habe gerade WGL Clown gelesen. Die 8 sind billiger und
Umwandlung für freie Erfahrung zu Besatzungs-XP? Gefechtserfahrung zu freier Erfahrung. Hä? Ja, okay. Egal, ich mache nochmal eine Runde T50 für den Part. Vielleicht auch nochmal eine. Ich will eigentlich auch gar nicht allzu viel spielen. Ich will eigentlich nur 2-3 Runden. Ich brauche wieder ein bisschen andere Gedanken im Kopf. Okay, jetzt sind wir mit Tier. Das ist schön. 3 Sechser, ein paar Fünfer und der Rest Vierer. Auf Camp Knopfgabe Begegnung. Ui, okay. Jetzt die Frage, wo ich hier am besten hingehe. Ob ich hier in die Mitte gehe, das ist natürlich gefährlich, aber. Ja, schon recht stark, ne? Und ich gehe links auf. Ne, ich versuche. Ich schreibe mal hier. Pre-aim hier. Ich hoffe nur, dass nicht alle so blöd sind und einfach stumpf stehen bleiben. Ich bin ja auch ein bisschen Low-Tier-Pattern, ne? Ein bisschen. Aber der Panzer macht halt wieder Spaß, der T50. Es ist halt einfach so. Durch den Buff, dass er jetzt fahren wieder schneller anzieht, dass ich den Stabilisator nutzen kann. Aber ich sehe 2,1 lädt er ja nur nach. Das heißt, mit Stabilisator wäre das 1,9. Wow, okay, 2 Zehntel Sekunden. Ich weiß nicht, ob das den Braten fett macht und dafür auf alles andere 5% verzichten. Von dem her, ich glaube, es ist schon. Ich glaube, das habe ich schon okay. So. Das Problem ist, für das Y unter anderem bin ich One-Hit. Ne? Für den Hetzel einfach hier. Ich will nichts sagen, ich bin aber gerade nicht so nett wie die. Alle YOLO auf mich gehen. What the fuck ist das? Wow, ich muss hier unbedingt weg. Alter, wie viel gebounced sind an mir, ne? Habt ihr das gesehen? Okay, hier fühle ich mich irgendwie schon ein bisschen sicher. Sicher. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen strange, wie die alle YOLO auf mich drauf sind. OP, Tarnwert ist OP. Nicht treffen ist auch OP. Meine Güte, schieße ich schlecht. Ah, geht doch. Gator. Gators. Nein, keine Ahnung, was das sagt. Okay, scheint nicht mehr groß zu sein. Ne? Ich überlege gerade. Ich habe einen Stuck und einen D-Max hinter mir. Das heißt, ich kann es eigentlich wagen. Ich hoffe einfach nur, der Lago ist nicht so suizidbedingt wie vorhin. Gut, der ist im Hochfahren. Sehr gut. Das war vorhin schon ein bisschen böse, dass die da Hetze und Lago einfach Gefühl haben. Das ist ein Gegner, da muss ich jetzt einfach drauf losfahren. Jetzt ist der Lago zu, niemand kann das sagen. Und, oh. Tschüss. Gedacht. Nein, keine Ahnung, was es sagt. Genau, schön so stehen bleiben. Ich hab gesagt, stehen bleiben! Oh, hi Wolverine, mit der Trollwaffe. Ach komm, den gehe ich jetzt zirkeln, das kriege ich hin. Oder aber der verreckt schon vorher. Piu, piu. Piu. Wow, während der Fahrt mit der 50, Alter, what the fuck. Ich habe 1800 gespottet, wow. Auf der Tierstufe 1800 gespottet, das ist ja jenseitig. Ja, also der Panzer ist schon, also... Für all die Neulinge, die zuschauen. Und Panzers, wow. Für all die Neulinge, die zuschauen. Okay, für 1000 XP. Nochmal, für all die Neulinge, die zusehen und Scout lernen möchten. Ich würde behaupten, der T50 ist jetzt wirklich mittlerweile. Ja, das wäre geil zum Grinden heute, ne? Aber keine Chance. Eine Runde geht noch. Ich habe keine Ahnung, keine Zeit zum jetzt groß grinden.
Na, nochmal. Für alle Neulinge, die zuschauen und gerne so ein bisschen für alle die, die ins Scout-Leben reinschnuppern wollen. Ich glaube, die 50 ist mittlerweile wirklich ein Panzer. Mit dem kann man das wirklich super machen, weil mit Stufe 5 ist er nicht allzu hoch. Man sieht immer noch Low-Tier-Panzer, man sieht aber auch mal ein paar höhere Stufen. Und alles in allem ist eigentlich recht nett aufgebaut. Wenn ihr dann etwa noch so das Zeug reinbaut, was ich habe, sprich Optik, Stabi, Lüftung und dann einigermaßen eine Crew hochzieht mit einer Lampe. Lampe ist halt auch immer sehr wichtig. Lampe und Tarnung als erster Perk. Ich habe jetzt hier warum auch immer Waffenbrühe, aber das ist jetzt, also Waffenbrühe ist hier wirklich der erste Perk und nicht so dieser Rudy oder so Waffenbrühe. Wisst ihr, wo der erste Perk gar nicht, also wo zwar Waffenbrühe ist, aber nicht zählt. Das ist wie Stellen der Schwesterschaft zum Beispiel, das ist das Gleiche. Ich habe hier warum auch immer Waffenbrühe hochgezogen. Keine Ahnung warum, aber ich hab's. Was natürlich mir nochmal ein bisschen allgemeiner Boost geht, aber schnelle Lampe da drauf hauen, das Zeugs, was ich drin habe, reinhauen und dann Heidewitzka Spaß haben, weil oh, hier ist ein Stein. Weil ich denke, der T50 ist wirklich ein Panzer, mit dem kann man gut lernen. Und dann, wenn man eine Stufe höher gehen will, dann so etwas Richtung 59, 16 bei den Chinesen, das ist dann, die Chinesen sind natürlich sowieso die besten Super Scouts, aber ich denke, für so einen Anfang ist der T50 gar nicht mal so schlecht. Also bitte verhaue es hier nicht, Semper. Muss hier weg. Schöne blöde LC dort in der Mitte. Ist das der schlechte mit den 900 Gefechten oder ist das der andere? Hm. Nein, nettes Gerät. Wie gesagt, weiß auch nicht, ob ein paar meinen. Oh fuck. Ob ein paar meinen Kanal schon von viel früher kennen. Ich muss hier weg. Hier ist viel zu viel Party. Was ich versuchen könnte, ist jetzt dann. Nein, ich bin aufgegangen. Es fehlt noch 150 und 2 TDs. Schaut jetzt auf mich? Mein Gott, ja. Wow, schießt der Stuck schnell. Ist weg. Scheißegal, ob ich das Stuck nochmal anschießt. Oh oh. Ah, Motor reparieren! Und weg, 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 weg. Oh, hat geschossen. Nein, track ihn doch. Hört mich noch so. Oh. Jetzt ist er zu mir! Nice.
Boah, da war das jetzt gerade ein bisschen. Komm, den gehe ich jetzt jagen, auch wenn ich wanted bin. Oh, oh. Ihr seht, der T50 bounced sogar was. Ich liebe den Panzer. Geniales Ding. Schießt zwar ziemlich viel APC in der Runde, aber komm, was soll's. Ich muss jetzt da gegen Heavys und so frontal. Kann ich wieder auch umladen und dann die Heavys da von hinten. Der ist auch schön wieder schnell geworden. Das ist wieder halt so geil. Ich glaube, ich habe vorhin begonnen zu reden und da habe ich irgendwie aufgehört. Von wegen, wer meinen Kanal schon von früher kennt, der weiß, dass ich auf dem Panzer. Ich habe auf dem Panzer auch schon irgendwie. Ihr seht, ich habe jetzt sogar schon 1000 Gefechte angezeigt. Ich hatte eigentlich schon 800 oder 900. Das sind von ganz früher noch. Wo es noch gar keine 8er Slides gab, sondern noch höchstens 5er gab es dort noch. Das war das höchste T50-2 und so. Zu der Zeit habe ich ein T50 gespielt. Und Bounce am KV1. Arsch. Ah, gut, APC bräuchte ich unbedingt. Oh, hi. Robin hier. Ja, genau. Zu der Zeit habe ich den Panzer schon gespielt. Nee, jetzt kommst du auf nicht abstauben. IKV näher von dem Scheiß. Und dort habe ich halt die ganze Zeit in der Kompanie gespielt, wo es noch Kompanien gab, wo man zu den 6er Kompanie Tier 4 Scouts mitnehmen durfte. Und dort habe ich irgendwie einen T50 mitgenommen, weil ich mit dem einfach. Keine Ahnung, es war einfach der geilste 4er Scout. Und dann zumal noch so ein bisschen abgeschauten Spielstil bei einem kleineren YouTuber, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Wo ich auch so ein bisschen das Kompaniezeug abgeschaut habe. Ja, schon wieder ein Panzer für 1000 XP. Gut, diesmal habe ich aber auch recht 43 Schüsse, ich habe recht viel APC abgeschossen, ihr seht, das ist halt auch meine Kosten dafür. Aber ich musste jetzt halt UI Experimental musste ich frontal, KV1 musste ich frontal, ein AT wollte ich frontal, den Stuck musste ich so frontal auf lange Distanz, also von dem her, ich glaube, das war schon okay. T36-6, ah, das war der ganz zum Schluss. Type, das war der andere im Cap, wo ich auch frontal angewinkelt durchgeschlagen habe. Stuck habe ich tatsächlich auch einmal getroffen. Und dann halt hier eben die KV1 und OI. Ohne Gold wäre ich halt den nicht durchkommen. Und ich musste halt dort drin, weil ich musste resetten. Ihr seht, ich habe dafür auch 58 resettet und ja. Ja, aber das war's für diesen Part zwischendurch. Ich hoffe, euch gefällt so kleines Zeugs. Und ich hoffe, ich keine Ahnung, ich kann dann ja auch nicht mehr unbedingt gar keine YouTube-Videos machen. Ich denke dann immer so, mein Gott, da gibt es eigentlich Leute, die irgendwie Spaß an den Videos haben oder was auch immer. Und ich finde mich immer so was ein bisschen dazu, ja, nicht unbedingt genötigt, aber keine Ahnung, ich meine. Ich finde es schön, dass es tatsächlich Leute gibt, die meine Videos anschauen und meine. Ich möchte die eigentlich auch nicht enttäuschen, indem ich jetzt hier nichts mehr mache. Und daher mal wieder so ein kleines Video zwischendurch. Vielleicht nehme ich irgendwie morgen mal nochmal was auf oder dann lasse ich einen Tag aus. Nächste Woche wahrscheinlich eher weniger, weil Montag und Mittwoch, wie gesagt, habe ich die Prüfung. Donnerstag bin ich, ja gut, vielleicht Donnerstagmorgen oder Mittwochabend. Ich muss mal schauen. Lasst euch überraschen, meine lieben Zuschauer. Ich freue mich etwas, wenn ihr bis hier eingeschaltet lassen habt. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.